So, sie haben zwar das da, aber die sind wie eingelegte Gurken. Sie können das überhaupt wegen Dingen so einsetzen. Ne? Und jetzt denken Sie darüber nach, wie machen wir das weg? Und das wissen Sie alle. Das heißt, wir machen mit. Fangen mal an und wir machen keine, also wir machen die Erde frei von Atomen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, du kannst besitzen, was du willst. Aber ob du das einsetzen, was du hast, das ist eine andere Sache. Ne? Auf einmal bist du krank, auf einmal bist du müde, auf einmal hast du andere Meinung, auf einmal kommt ein anderer Präsident, der andere Strategie hat, anderes Denken hat, und dann werden die Pläne nicht mehr da. So, deswegen sagt Imam Muhammad al-Baqir, er sagt, Allah hat Propheten und Imame eingesetzt, damit die Erde gesund bleibt. So, und das bestätigt jeden Tag, dass das richtig ist. Das wird jeden Tag bestätigt, dass das richtig ist, was Imam Muhammad al-Baqir a.s. sagt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, sagt Imam Muhammad al-Baqir a.s. und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hebt die Qual von den Erdbewohnern, solange dazwischen ein Prophet oder ein Imam lebt. Ne? Das ist auch nur ein Beweis, dass der Imam Zaman a.s. auf der Erde existiert und lebt. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dem Koran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah wird dich nicht quälen, solange du dazwischen bist, zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Okay, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist gestorben. Das heißt, er kann, wenn wir so denken, er kann uns quälen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam antwortet, indem er sagt, ich bin von Hussein und Hussein ist von mir. Das heißt, solange das Hussein a.s. existiert hat, hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam existiert. Und solange das Mahdi a.s. existiert, existiert Muhammad. Wie? Weil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Al-Mahdi minna ahl al-Bayt. Mahdi ist von uns Familie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, Muhammad existiert sallallahu alaihi wa sallam. Dadurch, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Imam Mahdi a.s. existiert, existiert die Sicherheit für uns, dass die Erde nicht vernichtet wird. Und da sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam über diese Rolle von Ahlul Bayt a.s. Welche Rolle haben wir jetzt auf der Erde von Ahlul Bayt a.s.? Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, An-Nujumu Amanun li Ahli Sama. Die Sterne sind die Sicherheit für die Bewohner des Himmels. Ne? Die Sterne sorgen dafür, dass die Sicherheit existiert für die Bewohner des Himmels. Das heißt, die im Himmel leben, Engel und alles, kriegen sie ihren Schutz durch die Sterne. Und sagt, Ahlu Bayti und meine Familie, Amanun li Ahli al-Ard, ist ein Aman, ist eine Sicherheit für die Bewohner der Erde. Wie Sterne auf der Erde. Und Ahlul Bayt a.s. فَإِذَا ذَهَبَتُ النُّجُومُ, wenn die Sterne vergehen oder vernichtet werden, أَتَى أَهْلُ السَّمَاءِ مَا يَكْرَهُونَ, bekommen die Bewohner des Himmels das, was sie nicht mögen, was sie hatten. وَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي, und wenn meine Familie vergeht oder nicht mehr existiert, أَتَى أَهْلُ الْأَرْضِ مَا يَكْرَهُونَ, bekommen die Bewohner der Erde das, was sie nicht mögen, das, was sie hatten. Deswegen ist das auch ein Beweis, noch ein Beweis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Mahdi am Leben bleibt, so lange, bis Allah subhanahu wa ta'ala das entscheidet, dass die Erde nicht mehr existieren braucht. Wozu soll die Erde noch existieren, wenn der letzte Imam nicht mehr da ist? Wozu? Allah subhanahu wa ta'ala hat die Erde dafür vorbereitet, dass wir ihm dienen. So, wenn wir keinen Grund mehr haben, ihm zu dienen, oder keinen Imam haben, der uns dazu bringt, ihm zu dienen, ne, wenn wir das nicht mehr haben, dann ist kein Grund mehr dafür da, die Erde zu behalten, alaikumussalam. Ne? Deswegen, das sind also Haufen und Aber
also ziemlich Beweise in den Koran und in den Sunna, dass Imam al-Zaman, Ajallah Farah al-Sharif, für uns eine Sicherheit, wie die Sterne im Himmel, dass die Sterne eine Sicherheit für die Bewohner des Himmels sind, so sind Ahl al-Bayt, also da ist Ahl al-Bayt alayhum salam für uns eine Sicherheit, sodass wir weiter existieren können, sodass wir überhaupt weiter Tasbih machen können, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen können. Deswegen, wir haben Ahl al-Bayt alayhum salam zu verdanken, dass sie zwischen uns sind, und das sind Shufa'a Allah subhanahu wa ta'ala, Shufa'a, die sind unsere Fürsprecher bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und da setzen wir uns ein, sodass diese Schätze, die Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hinterlassen hat, bekannt werden müssen zwischen uns und die anderen, die sie nicht kennen. So, deswegen ladet so viele Leute ein, die ihr kennt, zu unseren Gesprächen im Internet oder privat. Und seid nicht knausrig, denn das ist wirklich ein Segen Gottes, was kontinuierlich immer am Leben bleibt. Du machst heute was Schönes. Du sagst was Schönes. Ein schönes Wort. Imam Ali a.s. sagt, ein schönes Wort ist besser als ein Kampf. Stell dir mal vor, ein schönes Wort ist besser. Kampf kannst du vielleicht hier Menschen umbringen und was weiß ich, und eine Stadt erobern oder ein Land oder was weiß ich. Aber ein schönes Wort ist besser als das, was du gemacht hast. Besser als dein Kampf. So, dass sie diese schönen Worte hören, dass sie die Barmherzigkeit Gottes durch diese Leiter von Ahl al-Bayt, von Shi'at Ahl al-Bayt alayhum salam hören. Dass sie den wahren Islam erkennen und anerkennen, sodass du der Grund bist dafür, dass diese Menschen in Sicherheit bringst, sodass sie wissen, dass wirklich die Sicherheit existiert. Wie schön, wenn sie entdecken, dass da jemand zwischen uns liegt, den wir nicht sehen, den wir erwarten in seiner Erscheinung. Ne? Derjenige dafür sorgt, dass die Erde wirklich aufrecht erhalten bleibt, dass die Sicherheit auf die Erde nur durch diesen Mensch, dieser Mann Gottes wird er genannt. Imam al-Zaman, Asallahu alaihi wa sallam. So. Das ist ein Verlangen von uns allen Menschen, die wir wirklich das bekommen haben, dass wir Ahl al-Bayt alayhum salam näher gekommen sind, dass wir diese Menschen kennen. Und wie viel wir kennen, sollen wir darüber reden und erzählen und weitergeben. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.